Die Idee war einfach, aufgrund dieser Programmauswahl einen kleinsten gemeinsamen Nenner thematisch zu finden, der alles abdeckt, was inhaltlich auf dieser CD zu hören sein wird. Und der Herz-Tod hat mir insofern dann so gefallen, dass wir ihn gewählt haben, weil er dem Ganzen irgendwie was Schroffes, was Hartes, was vielleicht sogar ein bisschen was Klinisches gibt, was die Leute mal kurz aufschauen und aufhören lässt. Und ich glaube, es war der richtige Titel. Es ist sicher so, dass in den letzten 200, 300 Jahren das Herz als Sitz der Seele und der Liebe sicher an Bedeutung in der allgemeinen Wahrnehmung verloren hat. Also wir sind speziell jetzt in unserer heutigen Zeit sehr aufs Gehirn, auf neurologische Prozesse etc. reduziert. Und das Herz wird natürlich sehr nüchtern als reines Pumporgan oft betrachtet. Und deshalb finde ich es jetzt aus zeitgeistigen Überlegungen interessant, einmal darüber wieder nachzudenken, was dieses Organ auch bedeutet. Was ganz stark ist beim Günther, finde ich, und was mir so wahnsinnig gut gefällt, ist dieser hundertprozentige Einsatz. Das kennt man von nicht so vielen Liedsängern. Natürlich schießt er mal übers Ziel hinaus, weil es einmal einfach vielleicht zu laut wird oder zu schroff, aber es ist eine wahnsinnige Begeisterung da und das macht unglaublich Spaß. Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Platte, das muss man schon sagen. Also erstens ist die Literatur schwer, vier ernste Brahms sind immer schwer, Wesendonck auch sehr, muss man wirklich sagen, im zweiten und im dritten. Es gibt eine zusätzliche Schwierigkeit, nämlich die Transponierung nach unten. Das ist immer ein Problem, das wir haben, weil der Komponist etwas in einer höheren Tonart empfindet und niederschreibt. Und wenn man es nach unten transponiert, wird es pianistisch meistens sehr viel schwerer, erstens zu spielen, zweitens zum Klingen zu bringen. Insgesamt ist es sehr anspruchsvoll. Das neue Terrain, was es zu erobern galt, war für mich einmal die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner, weil sie ja explizit für eine Frauenstimme komponiert sind. Aber es ist eigentlich ein geschlechtsneutraler Text und deshalb habe ich irgendwie kein Hindernis gesehen, warum soll man das nicht singen dürfen als Mann. Der Gedankenanstoß, die Gedankenanregung ist, dass man wieder ein bisschen vertikaler zu denken, zu fühlen beginnt, wieder ein bisschen mehr Erdung bekommt, was die Gefühlslage und die Wahrnehmung generell betrifft. Also das ist so meine Botschaft nach außen. Die Gefahr natürlich ist immer im Leben, dass wenn man also sein Glück erreicht hat, dass man also sich ausruht, dass man loslässt. Der Mensch, der noch sucht, der hat immer noch mehr Kraft und mehr Schaffungspotenzial in sich. Ob man jetzt das auf Komponisten so ganz umlegen kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber mein Eindruck ist es schon. Das Unerfüllte oder das Unerreichbare hat einfach spezielle Faszination, weil es einfach idealisiert ist, ganz klar. Und im künstlerisch-kreativen kann man durchaus, glaube ich, mit ruhigem Gewissen sagen, die unerfüllte Liebe hat schon eine gewaltige Kraft.